Hallo und willkommen zurück zu Lufia. Heute wieder ein Versuch mit der Ahnenhöhle. Wir werden aber diesmal, sobald wir gute Waffen und sowas raus haben, die Höhle verlassen und dann nochmal reingehen. Das werden wir wahrscheinlich öfters mal wiederholen, dass wir auch ein bisschen Ausstattung haben und die Höhle besser schaffen können. Weil beim letzten Mal haben wir eigentlich eine sehr geile Axt gekriegt, aber ja. Wie wir sehen, haben wir sie nicht mehr. Leider. Deswegen werden wir dieses Mal etwas früher zurückkommen. Wir werden natürlich wieder jede Ebene abarbeiten. Bei den Mimics müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die dieses Mal eventuell auslassen können. Ich möchte nicht gerne ein bisschen weiterkommen. Weil ich habe mir festgestellt, die Mimics schaffen wir nicht so einfach. Zumindest nicht ohne die bessere Ausstattung. Es sei denn, wir haben jetzt natürlich Glück und kriegen eine Topwaffe nach der anderen. Und alle ein Level up, sehr schön. Aber gut. Oh. Ich habe vergessen, unseren Hund zu tauschen. Dank des lieben Tipps, den ich bekommen habe, kann man auch direkt einstellen, dass man sieht, wie viel, welches Item der unser Pet braucht. Ein Haarband, schon mal ein Headgear. Schon mal ein guter Anfang. Beim letzten Mal haben wir nämlich fast nur Waffen gekriegt, aber keine Rüstung. Naja. Minimalverteidigung, aber besser als nichts. Ich werde auch, würde ich sagen, mal die Positionen mit den Charakteren tauschen. Und zwar werde ich Celan eher nach hinten stellen und Deka oder Guy nach vorne. Ich würde sogar eher sagen Guy, der hat ein bisschen besseren HP-Pool. Weil ich habe nämlich keine Lust, dass Celan wieder so auf die Backen kriegt. Die war nämlich beim letzten Mal dauertot, deswegen. Okay, also die zwei Türen sind schon mal miteinander verbunden. Ein Armreif. Gucken wir mal. Alles für Celan. Erhöht die Abwehr. Na gut. Celan kann die Verteidigung gut gebrauchen. Okay, eine Federbrust geflüchtet, eine neue. Es ist ein bisschen schade, dass Arbor jetzt natürlich dadurch ein Level nicht bekommen hat, aber es ist auch nicht so wild. Eine Robe. Mal gucken, wer die ausstatten kann. Auch wieder durch Celan. Naja, zumindest rennt unser Mädel nicht mehr nackt rum.
Ach ja, ich die Musik schon wieder vermisse, aber ich habe ja jetzt eine längere Aufnahmepause gemacht bei Lufia, dadurch, dass ich halt so wieder Aufnahmen hatte durch den letzten Run. Und, oh, wir können weiter. Ich hoffe mal, dass dieser Run ein bisschen erfolgreicher wird. Kraftsirup können wir gebrauchen. Wir können eigentlich alles gebrauchen, was hier rauskommt. Aber so langsam aber sicher wäre es mal ganz nett, wenn eine Waffe droppen würde. Entweder von Gegnern oder aus der Truhe. Aus der nächsten. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Aber gut, die ersten Ebenen waren ja einfach. Also ab 30 rum werden die dann immer schwieriger. Da müssen wir vor allen Dingen bei den Bienen wieder aufpassen. Und da bringt es eh nichts, wenn wir sehen, was er fressen will. Wir haben nichts, um ihn zu geben. Wir erstmal hier unten lang. Gut, hier ist die Truhe und ein paar Blobse. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Oh gut, unser Selan ist mittlerweile so gut equipped, dass sie die Schläge komplett abwehrt. Ein Degen. Da haben wir doch mal eine Waffe. Oh, und der erste Gegenstand, den wir behalten dürfen. Bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Also selbst mit Waffe sind diese Protoblobs extrem robust. Unser Geier hat einfach mal so ein Damage statt ohne Waffe. Nackt einfach mal mehr Schaden raus als alle anderen. Meeresring gefunden. Okay. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass das was zu unserem Mädel ist, weil der wird wohl Wassermassenschutz auf die Gegner ein. Ah, okay. Damit haben wir auch unseren ersten Zauber, auch wenn es erstmal als ZP-Attacke ist. Den werden wir auch definitiv behalten. Wie gesagt, es muss sich aber trotzdem noch lohnen. Also wir müssen auch schauen, dass wir eine wirklich vernünftige Waffe kriegen. Wumme ist wieder so ein Nutz-Item. Aber vorher lohnt sich das halt wirklich nicht rauszugehen. Also jetzt für den Meeresring würde ich zum Beispiel nicht rausgehen, aber wenn wir wieder so eine geniale Axt kriegen oder sowas in der Richtung, da gehen wir dann auch mal früher raus. Aber auch nur dann. Diese Wumme ist für den Anfang ja gar nicht mal so übel. Die habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Das war dann mal ein schneller Kampf. Zaubersirup. Oh, das wird wichtig werden. Das wird so wichtig werden hier unten. Eine Tür haben wir noch. Thank you.
Boah, Zeit haben wir noch. Gerade mal 7 Minuten. Oh, direkt Raum 1 in der Truhe. Eisball gefunden. Gut. Können wir zwar jetzt gerade nichts mit anfangen. Es sei denn. Nö, unser Arbor will eine Peitsche, die wir nicht haben. So, die mit dem besten Damage. Okay. Sehr schön, ein bisschen Kraftwasser brauchen wir auch. Allgemein sind wir ja gerade ein bisschen schwach bestückt mit Heilung. Aber gut, das geht einigermaßen. 12 Kraftwasser, aber das ist nicht viel. Locktropfen. Okay. Ja gut, ist nur während des Kampfes benutzbar. Aber trotzdem nicht schlecht. Okay. Wissen wir Bescheid, durch die Tür müssen wir gleich, um wieder rauszukommen. Na geil, ist ja schon auch, und Deka sind ja schon bei über 100 KP. Trotzdem werde ich sie jetzt noch nicht heilen, weil hier und da gibt es ja auch so Heilplattformen, die versuchen wir natürlich in erster Linie zu nutzen. Solange es nicht akut ist, werden wir uns auch nicht heilen. Okay, leben beide noch. Gut, solange Selan attackiert wird, die momentan die meiste Verteidigung hat, ist das okay. Bronzeschild. Da haben wir doch auch mal was für die Jungs, damit die auch mal ein bisschen Ausrüstung haben. Erhöht die Magieattacke. Boah, in erster Linie macht das nur Sinn bei Maxim, weil der einzige andere ist, der zaubern kann. Ja, gerade ein bisschen verpeilt. Haben wir alles noch nicht. Gut, die Ebene wäre auch wieder clear. Auch hier wäre schon quasi wieder Ausgang. Ja, die sind jetzt ein bisschen stärker, weil diesmal haben wir leider keine Ausrüstung. Na gut, ging noch. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man nach Möglichkeit so ziemlich alle Gegner mitnimmt, weil sonst hat man nämlich das große Problem, dass man keinerlei Verteidigung hat. Und keinerlei Energie. Messer von Maxim ist leider nicht sonderlich stark. Aber gut, wir müssen damit auskommen. Okay.
Läuft bis jetzt doch gar nicht mal so schlecht. Heilsirup. Oh, die sind wichtig. Die sind sehr, sehr wichtig. Alleine schon fürs Wiederbeleben. Die werden uns auch fest aufbewahren. Also die werden wir nicht benutzen, um uns so zu heilen. Die werden wir wirklich nur zu nutzen, zum Wiederbeleben. Weil die werden wir mit Sicherheit in höheren Ebenen häufiger brauchen. Leider noch ganz schön Schaden. Ja, man merkt, Guy hat keine Rüstung. Der muss leider noch ein bisschen aushalten. Narrenkappe, okay. Okay, etwas ging der Magieangriff runter. Ansonsten geht aber die Verteidigung eine gute Ecke hoch. Würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall lieber die Narrenkappe für sie. Mache ich es jetzt nicht so gern, aber ich gebe ihm mal ein Kraftwasser. Ich glaube, mir ist das doch ein bisschen zu knapp mit den 27 KP. Das war wieder nur eine kleine Ebene. Okay, 13 Minuten haben wir und sind jetzt U3. Wieder ein Eisball. Moment. Okay, er will eine Lederweste. Ich bin nämlich nicht sicher, ob der Fumi den Eisball gerne haben wollte. Bei irgendeinem Ball wollte der später. Jeweils ein Punkt fehlt. Oh, da unten ist schon der Ausgang. Moment, da sie juckt. So. Ah, ein Zauber. Panzer. Ah, verdammt, das war schlecht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Ja, bei unserem ersten Versuch hatten wir auf jeden Fall die besseren Waffen bekommen. Überlegen, Maxim und Selan nach hinten zu stellen, aber dafür Deka und Guy nach vorne zu stellen, weil die besseren Angriffswerte haben. Dass die einfach noch mal ein bisschen mehr Schaden raushauen können. Ja, das ist schlecht, die ist vergiftet. Sehr, sehr schlecht, wir haben noch nichts gegen Gift. Bestellt. Mal. Das sind nämlich die beiden mit dem stärksten Angriff vorne, um die noch ein bisschen stärker zu machen.
Hat zwar Maxim ein bisschen weniger Schaden, aber Dekka und Guy haben dann nochmal einen kleinen Boost für ihren Damage. Einiges aus teilweise. Aber gut, wir haben auch wie gesagt noch kein Equipment. Momentan war das ein bisschen sparsam mit Gear. Da das ja alles komplett random ist, was wir an Gegenstände kriegen, kann es sein, dass wir entweder mal einen Run überhaupt nichts an Equipment haben, oder kann aber auch sein, dass wir total OP ausgestattet sind. Engelsflügel. Okay, das ist wieder was fürs Mädel. Celan meine ich ist momentan relativ gut, muss ich sagen. Weil die kriegt die ganze Zeit ein Equipstück nach dem anderen, während wir hier, ja, ne? Haben wir einen Weg, aber wir machen erstmal den Froschblatt. Dieser Frosch. Sorry. Ja, zwischendurch muss ich auf jeden Fall was trinken, weil das wird eine ziemlich lange Aufnahme-Session. Weil ich werde es ja ohne Safe State spielen. Deswegen richtet euch darauf ein, dass ihr hin und wieder mal einen Schluck trinken müsst. Und ich denke mal auch hier und da werde ich zwischendurch Pausen einlegen. Aber davon bekommt ihr ja weniger mit, da ihr ja das Endergebnis bekommt. Gegengift ist sehr, sehr gut. Davon haben wir nämlich noch keins. Langmesser. Gut, jetzt haben wir schon mal zwei, die ein bisschen ausgestattet sind. Und zwei, die überhaupt nicht ausgestattet sind. Trotzdem sind die beiden, die nicht ausgestattet sind, stärker. Was schon irgendwie ein bisschen traurig ist. Ja. Immer noch keine Heilplattform. Da sehen sie mal wieder nichts. Ich glaube, die Ebene hier ist wieder abgearbeitet und wir sind nicht wirklich weiter mit Ausrüstung. Nö, Ebene ist fertig. Was sagt die Uhr? 20 Minuten, wir haben noch Zeit. Die Ebene machen wir auf jeden Fall noch. Naja, Kraftsirup, auch gut. Achso, bist du die Fledermaus. Nervige Fledermaus.
Okay, Verstärkung ist ja nur immer so eine kleine Fledermaus, das ist gut. Okidoki. Solange es nur Arbor trifft, ist alles okay. Da heilt sich ja eh automatisch nach jedem Kampf. Bei den anderen müssen wir ja leider zwischendurch nochmal eine Heilung schmeißen, wenn es nicht anders geht. Das versuche ich momentan ein bisschen zu vermeiden. Ich würde sagen, die stärksten auch die drei Bioblobs. Falsches hier, aber. Oh, okay. Das ist übel. Also die halten sogar die stärksten Angriffe aus. Ja, Selan, die mit der meisten Verteidigung, kriegt auch ganz schön auf die Backen. Und die ohne Verteidigung erst recht. Uiuiuiui. Okay, also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Das ist doch die Energie. Und ich sag, wir müssen leider dann nochmal Kraftwasser benutzen. Ein Degen gefunden. Super. Haben wir schon. Kann man nicht nutzen. Okay, da haben wir wieder den Ausgang, den wir noch nicht nutzen. Es sei denn natürlich, die Ebene ist durch, dann schauen wir mal. Ah, ne, noch nicht ganz. Nicht ganz. Okay, also hier geht es noch ein bisschen weiter. Ja, also nach der Ebene machen wir auf jeden Fall dann einen Cut, wenn die Ebene fertig ist. Wir machen aber beim nächsten Mal weiter. Ganz tot. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier? Hier ist noch so ein Büffel. Speedy Saft. Ich glaube, das war aber einer zum Benutzen. Erhöht Bewegung. Schade. Oh shit. Überraschungsangriff, das ist böse. Na gut. Solange das Abo nur trifft, alles okay. Na, aber man sieht schon, die Damage-Unterschiede sind enorm, wenn, wenn die Charaktere vorne stehen. Zweiter Grasche. So. Nächste Tür. Feuerring. Gut, gut, gut. Okay. Hat er auch noch ein bisschen mehr Angriff. Okay, damit wären wir hier erstmal durch und sind dann auf Ebene 4 angekommen. Glaube ich zumindest. Oder waren wir schon 5? Ne, O7 sind wir schon. Und da links ist auch schon die erste Mimik.
Gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Hier bewegt sich ja nichts so lange. Haben wir 25 Minuten zusammen. Oh, ich sehe, wir können was verfüttern. Das machen wir kurz noch. Guti. Dann wieder danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier in der Ahnenhöhle. Bis denn dann und viel Spaß.